Okay, haben wir. Und weiter geht die wilde Fahrt. Ja, ihr seid safe. Euch mache ich nichts. Wenn ich nicht gerade schlechte Laune habe. Ach ja. Oh. Schon wieder? Heute ist mein Tag zum Sterben, oder? Okay. Krieg ich meinen Pfeil wieder? Ja. Ist da noch einer? Nee. Die haben nur wieder Laufsound. Also irgendwie, das müsst ihr noch fixen, Leute. Dass diese Laufsounds da sind. Irgendwas ganz komisch. Ja, okay. Ein einfacher kleiner Rucksack. Nice. Nehmen wir mit. Warte mal. Gucken wir erstmal. Hübsch, ne? Vielleicht ist das mein nächstes Thumbnail. Wer weiß das schon, wenn ich dran denke. Keiner kann es sagen. Oh, das ist teuer. Das können wir alles verkaufen. Einfacher großer Rucksack und Münzen. Schön. Kupfermesser. Ein Stein. Schade, dass man sowas hier nicht, ne? So einen Karren in, als Deko bauen kann für das Dorf. Das wird mir gefallen. Noch Schmuggelware. Gucken wir mal. Roggenbier. Ja, nice. Das nehmen wir mit. Wird vertickt. Und da Met. Tontasse. Nice. Also, wir haben heute Glück gehabt. Das ist schön. Gefällt mir sehr gut. Direkt so kurz vor der Stadt. Ist ja mutig gewesen von denen, oder? Aber wir haben die Stadt gerettet, hör mal. So sind wir nämlich. So einer ist der Ratsimir. So, was macht er? Keiner weiß. Roman, zeig mal deine Klamotten. Gut, wenn Trade in deinem Nature ist, dann wirst du bestimmt begrüßen, dass ich für dich ein Haferbrötchen habe. Obwohl, das kriegt man nicht viel für, ne? Dann behalte ich lieber. Käse. So, das ist alter Käse, ne? Dann behalte ich den auch. Met? Ja, nimm Met. Roggenbier nimmst du auch. Weizenbrot. Hier, das ist teuer. 65, na, boah, ist viel. Hier gibt es so einen Käse. Auf 65. Ich überlege, ob ich die behalten soll. Ja, ich glaube, ich behalte die. Warte, dann nimm meine Eisenschurscheren. Damit kannst du alles schneiden, hör mal. Alles. Deine Haare, deine Wiese, deine Fingernägel, hör mal, alles. So, war der im gleichen Haus? Ach so, Alice. Welcome. Let me show you my wares. Mach, was war das für eine Stimme? Let me show you my wares. Das hat mich jetzt gerade mal hart glitschen lassen hier. Warte. Da. Farewell. Alles klar. Gut. Ich hab da keine Worte für. So. So, was geht hier? Ja, da ist doch einer. Lech, du wohnst jetzt bei uns, Lech. Und zwar darfst du, Lech, du darfst dort wohnen. Und du bist jetzt der, der Beste, den wir haben. Minenarbeiter nämlich. Mine. Da. 2 von 6. Ja, ich pack dich da rein. Kannst alleine arbeiten. Später kriegst du noch Freunde. So, Lech. Jetzt haben wir noch Tobald und Gizela. Die müssen wir auch noch abklappern. Gizela. Ja, Hail.
Nee, du hast auch keinen Fischbär. Aber dafür, ey, hör mal. Ich habe gehört, du filetierst gerne. Dafür lassen sich auch diese super Eisenschurscheren benutzen. Da kannst du als Geflügelscheren nehmen, hör mal. Und dann hier, warte. Habe ich gehört, kannst du manchmal gebrauchen. Ist ein bisschen kacke, ja? Hier, Theobald, ne? Ich sehe, du schätzt einen guten Haarschnitt, das weiß ich sehr. Oh, warte, warte, warte. Oh, mein bester, ich glaube, wir werden uns hier einig. Du hast Fischspeere. Das ist super, den nehme ich gleich mal mit. Hör mal, du, ich habe gesehen, du hast einen krassen Pottschnitt, der muss gepflegt werden. Hier, nimm die Eisenschurscheren, du brauchst sie alle. Glaub mir das einfach. Was ich auch glaube, ist, dass du ganz dringend ein paar Säckchen brauchst. Das ist bestimmt wichtig für dich und dein Wohlbefinden. Zudem kannst du auch ein Kacke nehmen, um das der Gizela unter die Nase zu reiben, wenn sie mal wieder schlechte Laune hat. So, das haben wir abgefrühstückt. Jetzt könnten wir nach Denica, ist vielleicht besser, weil ich würde gerne Gostovia, also ich würde gerne Hornika, Jesserica nach Hause gehen. Ich finde, das ist ein zu großer Bogen. Weiß nicht, wir könnten auch erstmal Denica dann. So viel Zeug habe ich, glaube ich, gar nicht mit, um das zu verkaufen. Kann das sein? Eil und Knopf, hör mal. Werden wir sehen. Oh, ich habe gedacht, das ist ein Welpe, aber nein, das ist nur ein Falke. Dafür, dass du mich verarscht hast hier. Ist das ein Falke überhaupt? Ja. Ich habe gedacht, das ist ein Welpe. Ich habe gedacht, wir können einen kleinen Hund haben. Ich will Haustiere. Richtige Haustiere. Damals gab es auch Hunde. Zähl mir keinen. Die haben wir schon mal durchgeschaut, richtig? Ja, haben wir. Gut. Und nur noch einen Schluck. Und weiter geht die wilde Fahrt. Wir haben ordentlich auf die Fresse gekriegt schon, ne? Also wenn jetzt noch mal irgendwelche Banditen kommen, muss ich langsam aufpassen, du. Was ist jetzt denn hier lang zu gehen? Hm? Ja, scheinbar. Upsala. Leute, ich bin heute kacke, oder? Aber dich jetzt. Gott sei Dank. So. Okay, so schnell kann ich nicht schießen. Ey, ich bin heute echt scheiße, ne? Wo ist mein Pfeil? Lost. Ich nie mehr wieder. Egal, wir latschen jetzt einfach weiter. Oh, lol, ich musste eh da lang. Oh, Tonfelder. Lol. Wo sind denn die jetzt auf der Karte? Müssen wir es mal angucken. Knubbel.
Im Kreuz von Denika im Knubbel. Okay, müssen wir uns mal merken. Ich weiß nicht, ob wir uns das schon mal versucht haben zu merken. Kann sein. Öfters mal Gedächtnisschwierigkeiten, was solche Sachen angeht. Ja, wunderbar. So. Super, dann geht's weiter. Ist nicht mehr weit. Wir haben es bald. So. Ah, die hauen alle ab. So. Mathilda, ich muss dir ganz dringend Dinge verkaufen. Und zwar, was haben wir denn noch? Wir haben Säckchen für dich, Hammer. Nimmst du 56 gleich? Kann man immer gebrauchen, Hammer. Spätestens, um da die Taschentücher reinzutun, um Geschenke zu verteilen und so weiter. Kann die was? Nein. Warte da. Ich will nicht, dass die schlafen gehen. Scheiße, ey. Kinga. Best goods in the valley. So, Kinga. Du möchtest gerne Säckchen kaufen, habe ich gehört. Achso, warte. My wares never disappoint. Meine noch weniger. Hier, nimm ein Kacki. Die schläft. Dagobert. How is life treating? My wares never disappoint. Ich brauche auf jeden Fall dein Tierfutter. Und du kannst von mir kaufen super Säckchen und bisschen Kacke, yes, immer am Start. Danke auch so. So, haben wir alles? 1, 2, 3. Okay. Das waren sie alle. Jetzt können wir... Ich denke mal, wir gehen jetzt nach Hause. Es ist eh Nacht. Ich weiß, ich könnte das durchschlafen, aber ich will mal jetzt nach Hause. Ich habe eh nicht mehr so viel Zeug. Wir machen Hornika und Jezerika in einer anderen Runde. Und jetzt würde ich gerne einfach noch mal ein bisschen so laufen, jagen, weißt du? Was ist das denn da? Ah, das ist ein Hirsch, okay. Oh, ist das ein Wagen, den wir noch nicht gesehen haben, oder ist das einer, den wir schon 70 Mal angeschaut haben? Nee, das ist ein neuer. Leder, okay. Steinmesser und... kleines Bündel Salzfleisch. Ja. Warum nicht, ne? Okay. Ich mag so einen Bach oder so einen Flusslauf gerne mal anzuschauen. Hm. Oh, ich bin echt müde. Ja, wir haben jetzt schon wieder 12:30, ey. Also in der Realität. Ja, die ist ein bisschen kacke. Das heißt also, wahrscheinlich werde ich die Aufnahme jetzt beenden müssen.
Ja. Aber wir sind ja schon weit gekommen. Wir haben viel gemacht, glaube ich. Wir haben ja auch die Haferfelder gemacht, ne? Und wir haben ein paar neue Häuser angelegt. Die haben wir jetzt noch nicht gemacht, aber ich brauche jetzt auch nicht mehr so viele Leute. Guck mal, hier fängt schon unser Dorf an jetzt. Da, wo wir es bestimmt haben, dass es anfangen wird. Obwohl ich nicht mal weiß, ob es nicht noch weitergehen wird. Müssen wir mal gucken. Ich übertreibe einfach wie immer meine Lage. Ah, ich habe euch was versprochen. Ja gut, das machen wir auf jeden Fall noch. Ich weiß, was ich euch versprochen habe und nicht gemacht habe. Ihr lieben Leutchen, ich hab's echt verpeilt. Und wir fangen in der Stadtmitte an. Also Stadtmitte ist da, wo unser Haus steht. Ist jetzt einfach so. Das ist einfach beschlossene Sache. Hm, guck mal, chillt er noch da. Sieht ein bisschen creepy aus, ne? Ja, also er schaut einfach irgendwo auf den Boden so, mit seinem Hut so. Ganz unauffällig. Wartet, bis alle schlafen, dann geht er irgendwie ein Abstechen, ey. So. Ja, Horror-Szenario läuft in meinem Kopf. Und wir gucken jetzt mal. Ich habe euch versprochen, wir machen Laternen. Ich habe extra viel Wollgarn gemacht. Seht ihr das? Ich weiß noch nicht, ob wir genug Leder haben, aber ist nicht schlimm. Wir werden welches auf Lager haben. Ja, wir werden jetzt hübsche Laternen machen. Hier, hier, ne? Ja, das ist schön. Ich will die nicht genau in die Fenster hängen, weil, also in die Häuser reinstellen, weil so ist das ein bisschen doof. Ich sehe immer nicht das Ende von der Laterne. Ich sehe den Winkel halt nicht. So. Geil. So, hier machen wir was hin. Das hier jetzt hier erstmal die Hauptstraße, ne? Das ist euch klar. Das muss jetzt erstmal beleuchtet werden hier. Hm. Oh, nicht genügend Rohstoffe. Was fehlt uns? Leder tatsächlich. Okay. Ja, dann holen wir noch ein bisschen Leder. Viel werden wir nicht machen können, Leute, ne? Also, das ist hier schon fast alles. Weil wir müssen Unmengen an Wolgern sammeln. Unmengen. Die Laternen sind echt teuer. So. Ach ja, ich muss auch mal ein bisschen Dünger hier lassen. Säckchen, ja, komm, die lassen jetzt auch mal hier. Können verkauft werden, meinetwegen. Ich lasse denen auch das Erz da, das können die machen. Dann haben die nämlich was wenigstens zu tun in der Zeit. Nehmen die Barren da schon mal raus. Kalkstein brauchen wir auch. Leder. So, das ist ordentlich, ne? Metflaschen, ja. Sehr gut. Ich muss auch noch... ach ja, genau. Tierfutter, Tierfutter, Tierfutter. So. Wie viel haben wir jetzt? 630. Gut, das ist schon mal ordentlich. Weinflaschen nehmen wir mit. Steine brauchen wir gerade nicht. Hm. Münzen können wir schon mal mitnehmen. Okay, und den Löwenzahn meinetwegen auch. Wir könnten den Ton reintun. Ja. Ich glaube, das ist okay so.
Und dann könnten wir vielleicht noch ein, zwei Laternen machen. Wie gesagt, wir machen erstmal die eine Straße komplett in die eine Richtung durch und dann in die andere. Und danach geht's weiter mit den Seitengassen. Wir sind uns einig, das ist die Hauptstraße, oder? So, mir ist halt wichtig, dass keiner Angst hat, während er durch unser Dorf geht. Ah, das war's schon. So, gut, den Rest müsste ich dann wieder das nächste Mal machen. Ich werde mal schauen, weil ich ja jetzt ein bisschen noch Erze abgeschürft habe und so, dass ich jetzt noch, nachdem ich mich von euch verabschiede, ein bisschen crafte, um da ein bisschen weiterzukommen. Und ich werde ein bisschen wieder vorproduzieren, so als hätte ich jetzt eine Aufnahmepause gemacht. Einfach nur, dass ihr euch nicht wundert, falls ich woanders stehe und so. Ich werde jetzt wahrscheinlich hier ein bisschen, ne, einsammeln kurz. Ja, sind hier alle wach? Habt ihr keinen Bock zu schlafen, Hammer? Okay, ich glaube, die sind bedient. Okay. Gut, ihr müsst nicht schlafen, ich ziehe euch nicht. Huch, aber ihr auch nicht? Was ist denn los? Vollmond oder was? Hör mal, alle Tiere sind wach. Ja. Meine hübsche kleine Schweinefamilie, die guckt sich an. Ist das nicht niedlich? Das ist schon süß, oder? Sagt ehrlich. No, guck mal, sie guckt uns an. So. Schauen wir weiter. Die sind auch alle wach. Ist das ein Bug? Oder ist es schon morgens und die sind jetzt alle wach geworden? Aber eigentlich nicht. Die schlafen immer alle bis in die Puppen. Ich guck mal jetzt auf den Tacho-Moment. 23.44 Uhr, hör mal. Also ihr solltet jetzt langsam mal echt ein bisschen in die Haie gehen. Warum auch immer. Okay, ja, also wie gesagt, ich werde jetzt ein bisschen Kacke ausmisten. Ne, es sind echt alle wach, ne? Die Pferde stehen, die Esel stehen, guck, alles ist wach. Okay. Hat irgendein Skript nicht gegriffen, hör mal. Kann das sein? Ja, ich weiß nicht, ihr könnt mir ja jetzt noch zugucken, solange ich das hier mache. Sobald ich anfange, irgendwas Richtiges zu craften, dann würde ich sagen, werde ich das schneiden und mich von euch verabschieden. Cool. Okay. Du weißt schon, dass das ungesund ist? Steck den Kopf nicht in die Wand, hör mal. Okay, also es gibt komische Dinge hier manchmal. Ja, ist ja gut, Rüdiger, beruhig dich. So. Und noch hier. Na? So, haben wir alles, ne? So, ich würde auch sagen, ich gehe auf jeden Fall noch mal kurz ins Nahrungsmittellager rein. Hole da noch mal die Milch raus, schmeiße da mal die Eier rein. Und falls wir noch irgendwelche Pilze oder so einen Scheiß haben, müssen wir mal gucken. So, Eier, das Fleisch tun wir jetzt auch erstmal da rein. Wir haben jetzt gerade nämlich kein Zeug, was wir damit verarbeiten können. Ja, guck mal, ein paar Morcheln haben wir noch am Start. Zwiebeln haben wir am Start, die können auch rein. Mal Fleisch mit Soße machen. Ja, wir haben jetzt nicht so viel Zeug, dass wir irgendwas kochen können. Also, weil, wenn ihr mal schaut, wir haben sau viel Fleisch jetzt, was gut ist, weil da muss ich nicht so viel jagen gehen. Aber wir haben keinen Kohl mehr und wir haben keine Pilze mehr. Und wir haben keine rote Beete mehr und keine Zwiebeln. Jetzt haben wir ein paar, weil ich die jetzt gerade gefunden habe, wahrscheinlich bei den Banditen. Aber wir hätten eigentlich keine. Und deswegen müssten wir auf die nächste Jahreszeit warten, bis wir dann das ganze Fleisch nutzen können. Das ist nicht so wild, weil es verliert nicht sehr viel an Haltbarkeit.
Ich glaube aber, dass wir jetzt langsam an den Punkt kommen, wo wir Essen verkaufen können. Ich denke, wir könnten ein paar Pilzsuppen verkaufen oder so. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt immer noch so viel wert ist dadurch. Aber gut, Met nehmen wir mit, das können wir selber verkaufen. Ja, wartet mal kurz. Mein Auge juckt mich sehr. Achso, jetzt habe ich das Wichtigste vergessen. Die Eimer mit Milchhammer. Die wollte ich doch haben. Okay. Was mache ich jetzt als erstes? Ich bin unsicher. Ich glaube, zuerst kloppe ich Kacke. Gut, ihr Lieben. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich dafür, dass ihr wieder dabei wart, ja. Dass ihr geduldig wart, dass ihr vielleicht mit mir auch Spaß hattet, dass ihr vielleicht mit mir auch diskutiert habt in den Kommentaren. Ich würde mich sehr freuen, wirklich. Ja, und falls euch das gefällt, was ich mache, lasst dem Video doch einfach mal einen Daumen nach oben da, dann weiß ich das auch. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, was ich gerne so halt mache, meine Videos, dann abonniert mich doch einfach, wenn ihr jeden Tag dreimal täglich erinnert werden wollt, dass ich ein Video hochgeladen habe. Dann könnt ihr auch die Glocke anmachen. Ja, ich würde mich wirklich freuen. Dankeschön auf jeden Fall. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye.